Hey Leute, willkommen zurück zu We Play Old School. Ich bin Max Holz und diese brandneue Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Neues Live-Tuning ist am Start, weil ja gestern am Dienstag dieser neue geile Wagen rausgekommen ist, der HVY Nightshark. Ich gehe mal kurz auf die Website, wo ihr den kaufen könnt. Den könnt ihr kaufen bei Warstock Cash and Carry für 1.245.000 GTA-Dollar. Heftiger Preis, weil wenn wir das mal mit dem Insurgent vergleichen, 675.000, das ist gerade mal die Hälfte. Ja, schauen wir mal, ob der sich überhaupt lohnt. Wir machen nachher nämlich deswegen noch einen kleinen Speedtest, gucken, ob der schneller ist als der Insurgent oder langsamer. Und dann nochmal einen Explosivtest, ob der vielleicht ein bisschen mehr aushält als der Insurgent. Aber bevor es zu dem Test geht und zum Live-Tuning, gucken wir uns erstmal an, welche Real-Life-Vorbilder stecken hier drin. Also welche Autos aus dem echten Leben hat Rockstar Games hier denn in den HVY Nightshark reingebaut. Also insgesamt ist es eine ganz klare Anspielung an den T98 Combat von der Firma Darts, die kommt aus Lettland und die haben sich so drauf spezialisiert, so richtig krass gepanzerte SUVs zu bauen und die behaupten so von sich selber, dass der T98 Combat der schnellste gepanzerte SUV der Welt ist. Okay, schauen wir mal, was die Rockstar Games davon übernommen hat. Auf jeden Fall die Front, ihr könnt schon mal sehen, zum Beispiel beim Kühlergrill und dann nochmal an den Seiten, auch wenn wir uns hier die Felgen mal anschauen. Was hier noch fehlt, das ist hier dieser Knubbel in der Mitte. Ansonsten ist es ziemlich original. Wir haben hier diese Trittbretter außen dran mit diesen Dachhalterungen wie beim Insurgent. Was aber leider nicht der Fall ist, ihr könnt hier nur 4 Leute reinpacken anstelle von 6. Beim Insurgent, da konnten sie ja noch 2 an den Seiten dranhängen. Das geht hier aber leider nicht. Keine Ahnung aus welchem Grund. An den Seiten haben wir hier noch so einen Auspuff. Das finde ich ziemlich komisch. Ja echt, auf der rechten und linken Seite habt ihr den Auspuff. Der guckt hier so ein bisschen raus und da kommen hier so Flammen raus. Sieht übelst komisch aus, ja. Heck auf jeden Fall auch nochmal. T98 Combat. Und ja, im Prinzip, was haben wir noch? Das war es fast schon. Hier ist Innenleben, ist so ein typisches Truck-Innenleben, wie ihr es vielleicht schon kennt von so manchen Lastern aus GTA. Nichts Besonderes im Prinzip. Ja, im Prinzip kann man sagen, dass die Rockstar Games komplett den T98 Comet von Darts übernommen hat. Ein anderes Auto, würde ich sagen, steckt hier nicht drin. Was kann man noch sagen? Die Karre hat auf jeden Fall Allrad. Schauen wir mal gucken, wenn wir hier gegen die Mauer fahren. Alle Räder bewegen sich. Allrad, habt ihr es gesehen, gerade das Backfire. Kommt so zur Seite raus, übelst ungewohnt beim Auspuff, ne? Und ja, mal schauen, wie er sich nachher so schlägt, ob der wirklich so krass schnell ist. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Jedenfalls denke ich, dass Rockstar Games so eine, nicht nur eine Anspielung gemacht hat vom Aussehen her, sondern auch von der Performance. Das wäre auf jeden Fall ziemlich krass. So, erstmal kurz das Fahrzeug reparieren und jetzt schauen wir mal, was wir hier so tunen können. Live-Tuning ist am Start. Bessere Panzerung auf jeden Fall. Bremsen, Rennbremsen. Dann haben wir noch Verkleidung, Fensterplatten. Wir haben, ich würde sagen, ich nehme hier die Fensterplatten in der Sekundärfarbe. Ich kann mal kurz durchschalten, aber primär, sekundär und schwarze. Da werde ich die in der Sekundärfarbe nehmen. Der hat übrigens gepanzerte Scheiben. Also ich würde nicht sagen gepanzert, aber kugelsichere Scheiben. Die halten so ein paar Kugeln aus. Ich habe es mir vorhin ausgetestet. Es waren so, glaube ich, 8 Kugeln mit dem schweren MG. Genau, und danach sind die halt kaputt gegangen, die Scheiben. Also so halb kugelsicher, kann man sagen. Dann haben wir noch Türplatten. Hier an den Seiten könnt ihr es sehen. Einmal wieder primär, sekundär und in schwarz. Aber ich nehme hier auf jeden Fall in der Sekundärfarbe. Dann Scheinwerferschutz, haben wir noch so eine Abdeckung hier für die Scheinwerfer. Einmal primär, sekundär und schwarz. Ich nehme wieder sekundär, weil ich will auf jeden Fall sekundär schwarz machen. Rückleuchten haben wir noch. So ein extra Schutz. Ich weiß nicht, was das überhaupt, ob das überhaupt was bringt. Ich glaube, das ist nur optisch. Dann mache ich auch wieder sekundär. Und das war's beim Punkt Verkleidung. Wir haben noch Motor, EMS, 4 EMS-Stufen, beste. Dann Auspuff, können wir sagen, wollen wir jetzt noch einen Titanseitenauspuff haben oder wollen wir so einen fetten, coolen Doppelrohrauspuff? Ich würde mich eher für den Doppelrohrauspuff entscheiden, weil, weiß ich nicht, sieht einfach cool, sieht einfach fetter aus. Also ein komisches seitliches Ofenrohr da, keine Ahnung. Außerdem haben wir dann noch diese coolen Panzerplatten an der Seite, das ist sehr fett. So, Doppelrohrauspuff genommen. Dann haben wir noch Kühlergrill, waagerechten Kühlergrill, Sekundärfarbe, einen schwarzen. Das sind immer die verschiedenen Abstufungen, einmal primär, sekundär und schwarz. Dann haben wir noch senkrechten, ein Gitter, was haben wir noch? Das waren im Prinzip die ganzen Kühlergrills, aber ich werde hier den originalen nehmen, aber in der Sekundärfarbe. So, sekundär. Weil im Original, beim T98 Comet, hatten wir auch so einen waagerechten Kühlergrill, so ähnlich wie hier. Von daher nehme ich den. So, Motorhaube haben wir, Stahlmotorhaube. Sieht schon mal cool aus, so wie so Trittbretter. Dann Panzerplatten Stufe 1, wieder primär, sekundär und schwarz. Panzerplatten Stufe 2.
Und Panzerplattenstufe 3. Werden dann halt immer stärker. Okay, ich nehme ja Panzerplattenstufe 3 wieder in der Sekundärfarbe. Ich habe ja gesagt, ich wollte ja alles sekundär schwarz machen. Scheinwerfer mache ich auf jeden Fall Xenon. Aber ich nehme jetzt diesmal keine Unterbodenbeleuchtung, also keine Neon-Kits. Weiß ich nicht, passt denn irgendwie doch nicht bei der Karre hier. So ein Militärauto. Nummernschild, gelb auf schwarz. Nee, ja, doch gelb auf schwarz, genau. Übrigens, hatte ich vorhin erwähnt, glaube ich schon, ist ein Geländewagen, obwohl das Teil irgendwie aussieht wie eine Mischung aus SUV und Geländewagen. Ja, ist aber definitiv in der Geländewagenklasse. Lackierung. Primärfarbe, da machen wir mal auf jeden Fall ein Matt. Und das Ganze in Rot. Hätte ich kein Turino-Rot, aber das haben wir nicht bei den matten Farben. Dann bei der Sekundärfarbe, da nehme ich ein, wie gesagt, matte Schwarz. Schwarz-Rot, sieht schon mal übelst geil aus. Ich mag diesen Kontrast. Aber wisst ihr ja selber, Replay-Oldschool-Farben halt, ne? Und dann haben wir noch Verkaufen, Federung, Wettkampf, Getriebe, Renngetriebe, dann Turbo-Tuning, Reifen und hier weiß ich noch nicht. Vielleicht, ich glaube, ich nehme mir sogar die Geländereifen, weil passt eigentlich. Ist ja ein Militärauto, was mal gerne in so einem unwegsamen Gelände unterwegs ist, wo es so ein bisschen holpriger ist. Von daher werde ich Felgentyp einfach schon mal Geländenfelgen nehmen und die aber in Serie, weil die will ich dann auch schwarz machen. Und hier, glaube ich, nehme ich die Raider. Die sehen schon am fettesten aus. Ja, ich nehme die Raider. Und die mache ich Felgenfarbe schwarz. Und hier noch, Sekunde mal, bei Reifen noch. Reifenmuster, Tuningreifen, Reifenverbesserung, schusssicher. Haben wir schon, okay. Reifenqualm. Und hier nehmen wir nochmal roten Reifenqualm. Wir werden jetzt gleich weiter tunen, aber das Ganze in der mobilen Kommandozentrale. Da können wir nämlich noch ein paar Designs drauf klatschen. Also ihr wisst schon, diese Tarnfarben-Kram-Dings da. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn ihr keine mobile Kommandozentrale habt. Also wenn ihr keinen Bunker habt, keine mobile Kommandozentrale und keine Werkstatt in der mobilen Kommandozentrale, könnt ihr die Designs nicht drauf klatschen. So, bis gleich. Mobile Kommandozentrale ist da, mitten in der Innenstadt geparkt. Warum nicht? Und wir fahren das Ding jetzt mal eben kurz rein in die Werkstatt. Und schauen wir mal, was wir da für coole Designs draufpacken können. Übrigens, das Teil hat hinten so eine Anhängerkupplung. Da könnt ihr nämlich auch noch diesen Raketenanhänger dranhängen, beziehungsweise diesen Flugabwehranhänger. Ihr wisst Bescheid. Also wer, für alle, die jetzt keinen Bock haben auf den Karen Rebel oder diesen Rapid Settler, die können auf jeden Fall dieses geile Teil hier nehmen. Und da hinten den Raketenanhänger oder, ja, Fluggeschütz, Flugabwehrgeschützanhänger dranhängen. So, wollen wir Designs. Hier, wir haben einfache Tarnung. Alter, das ist übelst eng hier drin. Kann man nicht so viel sehen. So, dann Senkudo, Spray, drei Farben, 90er, fünf Farben, Dürregebiet, Wintertarnung, Stadttarnkrieger, Naturreservat, Seeschlacht, Stadttarn geometrisch, Coyote, ich gehe einfach mal alle durch. Kennt ihr selber schon, denke ich. Stadtfraktal sieht ziemlich krass aus. Großen digital, mitteldigital, klein digital. Ich glaube, ich nehme Stadtfraktal. Ihr könnt gerne mal schreiben, was ihr genommen hättet, was ihr vielleicht besser findet. Aber ich finde halt diese Mischung krass. Also dieses Rot, Schwarz, Weiß passt übelst geil zu der Karre. Jedenfalls wird genommen. Und jetzt gucken wir uns mal die Karre nach dem kompletten Tuning von draußen an. Und wie immer gucken wir uns die komplett getunte Karre nochmal ganz entspannt von draußen an, indem wir einfach mal ein bisschen rumlatschen. Und dazu bitte Fahrzeugtüren einmal alle auf. Und wie ihr sehen könnt, die Motorhaube öffnet sich nicht. WTF. Ansonsten hätten wir ja vielleicht so einen fetten V12-Block gesehen, der nämlich bei dem echten T98 Combat auch drin ist. Ein V12-Block von AMG. So, nochmal kurz rumlatschen. Ihr seht es nochmal, was wir alles getunt haben. Rot, Weiß, Schwarz. Dieses geile Stadtfraktalmuster mit Raider-Geländefelgen und diesen ganzen Panzerplatten. Ich glaube, wir können noch ein bisschen schneller hier rumlatschen. Ja, habt ihr es nochmal in Ruhe gesehen. Nochmal im Detail. Leider konnten wir den Innenraum nicht tunen, weil da hätte ich, glaube ich, auch noch ein bisschen was gemacht. Aber egal. So, bevor es jetzt zum Soundcheck und zur Runde um den Block kommt, zeige ich euch nochmal kurz was, was ich euch nämlich vergessen hatte zu zeigen. Wir haben nämlich vorne noch so ein paar kleine Maschinengewehre dran. Also links und rechts zwei, insgesamt vier. Die könnt ihr aktivieren, indem ihr einfach mal auf Viereck geht, falls ihr noch nicht habt. Und dann mit L1 ein bisschen rumballert. Was witzig ist, ihr müsst hier nicht genau zielen, weil wenn ihr so ein Auto ungefähr auf so ein Auto draufhaltet, seht das ja schon, es hält mit dem Fadenkreuz, das Fadenkreuz, es wandert so nach unten, ungefähr so auf Stoßstangenhöhe und ja, bleibt mir da kleben. Achtung nochmal, hier, zack, visiert automatisch an, ziemlich krass, ich weiß nicht, macht zwar keinen Sinn für so ein Maschinengewehr, was fest verbaut ist, aber okay, vielleicht bewegt sich es ja wirklich dann ein bisschen. Ich zeig's mir mal kurz hier an dem.
Siehst du? Wieder nach unten. So, rübergeschwenkt und nach unten. Es visiert automatisch die Autos an, dass ihr nicht so einen Stress habt mit dem Rumlenken. Finde ich ein sehr cooles Feature, dass es gleich so in Richtung Reifen zielt. Also bei diesen Autos, die so ein bisschen niedriger sind, die haben auf jeden Fall gleich einen Platten. Bei den SUVs, ja, okay, da ballert da hinten so an die Stoßstange, an die Heckstoßstange. Ja, das war's jetzt zum Maschinengewehr. Und bevor es jetzt zum Soundcheck geht und der Runde um den Block, nochmal, was ich versprochen hatte, nochmal ein kurzer Speedtest und ein Explosivtest oder halt ein Sprengtest gegen den Insurgent zusammen mit Enrico Italia. Und da gucken wir mal, ob der Nightshark vielleicht ein bisschen mehr aushält und ein bisschen schneller ist als der Insurgent. Ich hoffe doch mal. Jo, für den Test habe ich mal Enrico Italia mit dazu geholt, weil wir wollten mal noch einen kleinen Speedtest machen und einen kleinen Explosivtest. Also wie viel Schaden hält der ja aus, der Nightshark, im Gegensatz zum Insurgent da drüben. Beide natürlich voll aufgetunt. Und was wir übrigens festgestellt hatten, dass wir mit dem Nightshark leider keine Rennen fahren können. Also wir wollten vorhin eigentlich so Speedtest normal machen, aber in der Geländewagenklasse war der nicht, in der SUV-Klasse war der auch nicht, weil wir vielleicht gedacht hatten, Rockstar hat einen Fehler gemacht oder so. Aber voll strange. Ich meine, guck mal, Rockstar Games bringt einen schnelleren Insurgent raus, den man aber nicht in Geländewagenrennen fahren kann, aber den Insurgent kannst du fahren in Geländewagenrennen. Macht absolut keinen Sinn, oder? Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen kleinen Speedtest, Beschleunigung, Endgeschwindigkeit, wie der sich so schlägt gegen den normalen Insurgent. Ich finde es voll krass, guck mal, wie klein der ist. Voll süß. So, okay. Machen wir auf Rohrbomben-Explosion. 3, 2, 1. Mal schauen, wann die Luft geht. Ja. Oh, go. Okay. Ich komme an dich hin. Ja, war nicht klar, ne? Beschleunigung klar vorne. Ich bin schneller als du. Geil. NPC schneller als du. Beschleunigung ist der Nightshark klar besser. Mal sehen, wie der sich in der Endgeschwindigkeit schlägt. Und du kannst auch so wunderbar Autos wegrammen. Vielleicht nicht ganz so krass wie mit dem Insurgent, aber immer noch gut genug. Ne, ich komme nicht ran. Nee, kommst nicht ran, aber kannst ganz gut mithalten. Also so viel besser ist. What the fuck passiert da drüben? Alter. Oh! Er ist auf jeden Fall klar besser, aber jetzt finde ich dann doch nicht deutlich besser. Wobei, oder? Na gut, auf Langstrecke schon. Auf Langstrecke schon. Rennen verwenden, ne? Ja. Hey, das ist voll der Nachteil, das habe ich nicht verstanden, weißt du? Weil im Prinzip ist ja der Insurgent noch mehr das Militärfahrzeug als eigentlich der Nightshark, meine ich. Von daher habe ich gedacht, wird ja auf jeden Fall ein Rennen zu fahren sein. Aber das Ding, was eigentlich noch mehr Militär ist als der Nightshark, den kannst du fahren, den nicht. Das ist voll komisch. Weil ich hatte so gedacht, okay, würde ja Sinn machen, wenn Rockstar Games sagt, nee, das ist ein Militärfahrzeug, das kannst du halt nicht nehmen im Rennen, aber... Naja, wisst Bescheid. Klar. Jedenfalls, wir machen mal kurz noch einen Sprengtest. Okay, ja. Sprengtest. Wir nehmen jetzt zuerst Haftbomben beim Nightshark. Let's go. Die erste. Okay. Ui, überstanden. Ui. Zweite ist da. Ja, zweite. Überstanden. Okay. Die zweite Dritte. Geht nach hinten. Die dritte kommt. Jawohl. Okay. Überstanden. Genau. Drei hält er aus. Jetzt geht's auf den Motor. Vierte überstanden. Goal. Nochmal. Die fünfte. Scheibe. Fünfte überstanden. Die sechste. Hinten. Ja. Sechste. Okay, Mann. Let's go. Scheiße, Mann. Kommt die achte. Spaß, die siebte. Nein, siebte. Siebte überstanden. Okay, Mann, da willst du wissen. Jetzt kommt die achte. Acht. Okay. Okay. Gut. Da ist die neunte für dich. Jo. Krass. Ja, acht Haftbomben aus. Gleich mal probieren beim Insurgent. Jetzt werde ich mal Enrico sprengen. Enrico Teil mit seinem Insurgent. Ich versuche ihn mit weniger als 8 Haftbomben umzubringen. Eins. Nummer uno. Zwei. Due. Drei. Tre. Vier. Quattro. Fünf. geil, fünf. Ich hab die eigentlich in die Beifahrertür geschmissen, aber okay. Sechs. Zwei. Überstanden. Sieben. Otto. Acht. Nove. Wow, krass. Okay, er hält eine mehr aus. Der Nightshark hält eine mehr aus als der Insurgent. Nächste. Okay, Leute, nächste Explosivwaffe. Das ist somit die beliebteste Waffe für unterwegs, nämlich der kompakte Granatwerfer hat nämlich übelst viel Power. Eigentlich somit die heftigste, stärkste Power von allen Granatwerfern. Okay, dann bitte fangen wir an. Oh no. Eins. Oh, zwei.
3. 4. 5. 5. 6. 7. Okay. 8. Okay. 9. Okay, 8 hält er aus auf jeden Fall. 8. Und jetzt kompakte Granatwaffe gegen Insurgent. 1. 2. 3. 4. 5. Mehr ist er nicht drauf. 6. 7. Da geht was. 8. Oh, krass. Er hält nur 7 mal. Ey, krass. Wie beim anderen vorher hatten wir einen Schuss mehr beim Nightshark. Krass. Okay, wir machen jetzt noch zum Schluss, würde ich sagen, nochmal den Raketenwerfer, dass sich nicht zu sehr in Länge zieht. Und das war's dann auch mit dem Explosivtest. So Leute, zum Schluss kommt jetzt noch die Panzerfaust. Wir hatten schon Haftbomben und schon den kompakten Granatwerfer. Und wir haben festgestellt, dass der Nightshark insgesamt immer ein Explosivteil mehr ausgehalten hat als der Insurgent. Okay, let's go. Jo. Der Italia macht jetzt mal einfach mal mit der Panzerfaust. Mit Panzerfaust, ja. Die ist hält jetzt mal schön drauf mit der Panzerfaust. Ja, ja, komm. Er trollt hier mit der Machete. Mach ich gar nicht Ding? So. Muskete. Muskete. 3, 2, 1, go. So, Panzerfaust. Nice. 1. 2. Amina, jetzt zieh ich hier durch, Mann. 3. Oh, der geht voll nach unten, Alter. 4. Boah, der ist jetzt noch hinten. 5. Noch einer. 6. Fährt noch. Komm, hier an die Seite noch, komm. 7. 7. Geht noch. Vorhin wieder einer, ne? 8. Geht noch. Ja, 8, Digga, 8. Kein Problem. 9. Okay, 8. Ah, er hält Digga, 8 Panzerfäuste aus. Geil. Jetzt mal Panzerfaust gegen Insurgent. Mal sehen, wie viel der Insurgent aushält. 1. Easy, Digga. 2. 3. Kann alles gewesen sein. 4. Der nix, Alter. 5. Der. 6. Ja, komm doch. 7. Okay. 8. Ja. Okay. Geil. Also der hält schon mal wieder eine weniger aus, der Insurgent. Der hält mir nur 7 aus. Der andere hat 8 ausgehalten. Also ihr wisst Bescheid, insgesamt bei den Explosivwaffen. Bei so den geilsten Sammeln, die wir uns so raus, ja, die wir uns so rausgesucht hatten, hält der Nightshark insgesamt eine mehr aus, was ich ziemlich cool finde. Was ich aber, wie gesagt, nicht cool finde, ist, dass man den halt nicht im Rennen fahren kann. Warum auch immer. Okay, weiter geht's beim Live-Tuning. Zum Schluss nochmal ein Soundcheck, erstmal aus der Third und dann aus der Ego-Perspektive. So, noch wieder den Third wechseln, jetzt kommt die Runde um den Block. Hört sich ein bisschen an wie der Benefactor Shafter von 12, ein bisschen anders. Was auch witzig ist, warte, geht gleich weiter. Oben, diese drei gelben Leuchten, sehen aus wie Blinklichter, die gehen auch an, wenn die Lampen anmacht. Ganz zum Schluss jetzt noch ein Fazit zum HVY Nightshark. Also insgesamt krasse Beschleunigung, kann man sagen. Heftige Endgeschwindigkeit, also für so ein Fahrzeug seiner Klasse, also einen gepanzerten Geländewagen. Geiles Handling, wenn ihr mal springt oder irgendwie ausbricht, könnt ihr den wieder schnell wieder einfangen. Kommt gut um Kurven, manchmal ein bisschen untersteuern, aber ist jetzt nicht so problematisch. Ist besser von der Panzerung her als der Insurgent und von der Geschwindigkeit sowieso. Kleiner Nachteil ist vielleicht, dass eben nur 4 Leute reinpassen, als anstatt 6 beim Insurgent. Von daher, ja, müsst ihr wissen. Ich meine, maximal ist man, denke ich mal, sowieso immer mit so einem Schnitt mit 4 Leuten unterwegs. Also neben dem Kuruma für mich auf jeden Fall der beste neue gepanzerte Fluchtwagen in GTA Online. Leute, das war's hier mit dem Live-Tuning. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es cool war, dann lasst mal ein Like da. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Und für alle, die noch einen gemörderten Account brauchen, also viel Geld in GTA Online brauchen, die können mal gerne den ersten Link in der Videobeschreibung auschecken. Da habe ich über die Bestellseite und die Facebook-Seite von meinem Modder-Team Extreme Modding verlinkt. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin raus.